Also Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich eben im Sinne unseres Koalitionsvertrages oder unseres Koalitionspartners mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch die Innenstadt gefahren bin, habe ich die Plakaten der Fraktion Die Linke gesehen, der Bürgerschaft, bitte, im Sechser, mit der, ja, tatsächlich, mit der habe ich die Plakate der Bürgerschaftsfraktion der Linken dort stehen sehen. Und also das, der Aufmacher dieses Plakates ist Hamburger Rekruten für den IS-Terror. Ja, es diskutiert die Bürgerschaftsfraktion. Also eine ausdrückliche Schärfe auch in der Wortwahl. Nicht? Hamburger Rekruten für den IS-Terror. Zeitgleich lese ich dann, der ich ja ein Smartphone besitze, die Äußerung des Gründungsmitglieds dieser AfD in Hamburg-Mitte, Frau Festerling, die ihren Hut vor den Hooligans, die ihren Hut vor den Hooligans zieht, die in Köln Wehrlose und Polizisten verprügeln. So, und ich denke mir immer, wie kommt es zu dieser Radikalisierung auch unserer Gesellschaft in Bezug auf dieses Thema? Ich möchte da gar nicht drauf eingehen. Ich möchte auch nicht eingehen. Ich teile im Übrigen die Meinung unseres ehemaligen deutschen Bundespräsidenten, Herrn Christian Wulff, dass der Islam inzwischen ein Teil von Deutschland ist. Er ist nicht Teil der christlich-jüdischen Tradition, die wir haben, aber er ist ein Teil unserer deutschen Identität geworden. So, das ist so. Und aus diesem Grund richtet sich auch dieser Antrag in keiner Art und Weise, und das wird auch aus der langen Vorbemerkung dieses Antrages deutlich, in keiner Art und Weise gegen den Islam. Er richtet sich in keiner Art und Weise gegen Muslime, die den Koran verteilen. Er richtet sich ausdrücklich gegen Menschen, die versuchen, an diesen Infoständen, und dafür gibt es Hinweise, Menschen zu Gewalttaten zu rekrutieren, zu shanghaien, sie davon zu überzeugen. Und das ist etwas, das lehnen wir in aller Deutlichkeit ab. Es gibt bereits unterschiedliche Initiativen. Ich weiß, dass der Jugendhilfeausschuss der Bezirksversammlung sich lange mit dem Thema beschäftigt hat und auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir in der bezirklichen Jugendhilfepolitik haben, dort schon behandelt hat und auch verfolgt und auch kontinuierlich verfolgt. Ich weiß, dass der Senat, unser hamburgischer Senat, ein Aktionsprogramm aufgelegt hat, wie wir in die Schulen, in die Bildungseinrichtungen gehen, wie wir den muslimischen Gemeinden Unterstützung anbieten können, die solche Bestrebungen in ihren Gemeinden sehen. Dieser Antrag hier regelt oder soll regeln etwas, wofür der Bezirk zuständig ist, nämlich für die Genehmigungen, für Infostände, für die Nutzung des öffentlichen Raums in Hamburg-Mitte. Und deshalb nochmal mein Appell, dieser Antrag richtet sich nicht gegen Muslime in irgendeiner Art und Weise, er richtet sich ganz eindeutig gegen eine gewaltbereite Form des Salafismus. Und aus diesem Grunde bitte ich Sie hier um Zustimmung. Vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Herr Drossmann, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, Sie haben recht deutlich gemacht, worum es hier geht. Ich will das auch gar nicht weiter verwässern oder in Länge ziehen. Ich möchte nur noch mal 2, 3 Sätze dazu sagen. Die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, Demonstrationsrecht, das sind Grundrechte, verfassungsmäßig geschützte Rechte. Zu denen stehen wir hier alle uneingeschränkt. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Aber diese höchsten Verfassungsgüter müssen auch geschützt werden. Und das heißt, dass in dem Moment, wo in Ausübung dieser Rechte die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die auch ein Verfassungsrecht ist, ein Grundpfeiler der Verfassung, wo dagegen aufgerufen wird, zum Kampf gegen solche freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann gelten die anderen Grundrechte nur noch eingeschränkt. Das ist so. Das ist immer so gewesen in unserer Demokratie und das wird auch immer so bleiben. Dementsprechend ist hier von Ihnen ja auch völlig richtig formuliert worden im Petitum, dass entsprechend alle zur Verfügung stehenden Spielräume, und das ist eben Recht und Gesetz und das ist die verfassungsmäßige Ordnung, hier berücksichtigt werden müssen. Das ist völlig richtig. Wenn jemand, egal was in Händen hält, um friedlich seinen Glauben zu verbreiten, ob das die Bibeltreuen auf der Schleusenbrücke sind, die mir die Bibel entgegenhalten und mich nett anlächeln, oder ob das jemand ist, der mir einen Koran hinhält und mich nett anlächelt, das ist mir völlig egal, der hat immer das Recht, das zu tun. Keine Frage. Der kriegt auch dafür eine Genehmigung. Überhaupt keine Frage. In dem Moment
wo als Hintergrund, als Tenor und auch als klare Aussage ist, der Aufruf zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist dieses Recht verwirkt und dann muss dagegen vorgegangen werden. Dementsprechend muss man genaues Augenmaß haben, das traue ich Ihnen, Herr Grote, auch zu, in der Ausübung entsprechend dieser Aufgaben. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Demonstrationen, das ist nicht Ihr originärer Zuständigkeitsbereich, aber auch da weiß ich, dass Sie natürlich mit dem Innensenator in Kontakt stehen und dementsprechend sich auch auf der informellen Ebene austauschen, was unsere Erkenntnisse und deren Erkenntnisse anbetrifft. Insofern werden wir auch diesem Antrag hier zustimmen. Ja, guten Abend, liebe Anwesende. Ich komme aus Möllmannsberg und dort haben wir seit 4 Jahren ein Problem mit Salafisten. Junge Männer, die ehemals die Deutsche sind, die ehemals bei uns in die Schule gegangen sind, die jetzt andere Schülerinnen und Schüler dahingehend anhalten, sich nach deren Meinung entsprechend zu kleiden und zu verhalten. Wir haben vor dem Kindergarten, der in der Nähe der Schule ist, täglich ab 18 Uhr junge Menschen, die beten, die geschützt werden von sehr großen, kräftigen Menschen, die sonst die Gespräche führen mit diesen Betenden. Wenn man sie anspricht, diskutieren sie ganz ordentlich. Sie sprechen niemals davon, dass sie gewalttätig sind. Und ich meine, wenn jemand irgendwo etwas verteilt, müsste man ihm schon sehr, sehr auf die Finger schauen, um festzustellen, dass er gewalttätig ist. Und ich möchte nur darauf hinweisen, aus ganz persönlichen Gründen, wir haben ja auch in Hamburg schon vor kürzerer Zeit, das heißt vor innerhalb der letzten Jahre, ganz schnell die Verfassung geändert, um Minderheiten einfach wegzubügeln. Wollen wir in Zukunft, dass wir, wenn wir Minderheiten irgendwelche haben, dass die einen Informationsstand machen, der gefällt uns nicht, den bügeln wir weg. Wenn diese Menschen dort, und ich habe eben schon zu meinem Kollegen gesagt, ich habe schon so 10, 12 solche Korane mitgenommen, damit das da alle wird, denn ja, wenn Sie keine mehr haben, ist der Infostand zu Ende und Sie gehen nach Hause, weil das Ihr Grund ist. Sie stehen da ja nicht und sagen, ich möchte dich überzeugen, komm mit, dein Vater ist im Krieg erschossen worden, das ist zwar schlimm, aber ich nehme dich mit, du kannst woanders dich rächen, kannst auch jemand erschießen, der irgendwo dich gar nicht kennt. Also ich bin Pazifist generell, bin Kriegsdienstverweigerer, brauchte dafür nicht ins Gefängnis oder irgendwo einen Ersatzdienst leisten, weil ich damit anerkannt bin. Mein Vater ist 3 Tage vor Kriegsende standrechtlich erschossen worden. Das war wohl ein Argument, was zog. Ich bin also niemand, der dafür ist, dass andere Menschen mit irgendwelchen gewalttätigen Dingen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber diese Koranverteiler stehen dort und mich hat noch nie einer angesprochen, egal wie ich da ankam. Ich möchte doch bitte gewalttätig werden. Und ich finde es ganz problematisch, denen nachzuweisen, dass sie Gewalttaten glorifizieren, verbreiten oder Ähnlichem. Auch in Möllmannsberg, die Menschen, mit denen ich dann rede, oftmals sehr lange, aber sie können mich eben nicht totreden, weil ich kann das auch so gut wie die. Man muss ja zuhören und mit deren Argumenten dann wieder antworten. Sie gehen dann und verabschieden sich sehr nett. Es sind immer sehr wohl gesetzte junge Männer, die dann wieder gehen. Und wenn sie mich schon kommen sehen, wissen sie, was auf sie zukommt. Ich warte ja, bis sie fertig sind mit Beten und dann diskutieren wir. Ich finde, es ist ganz problematisch, wenn wir da hinten anfangen. Wir müssen anfangen, in der Schule ganz normal, und das hatten wir vorhin am Anfang dieser Versammlung, Politik zu normalisieren. Unser Leben ist politisch und die Normalität, dass Politik auch in der Schule ist, das heißt nicht, dass wir unsere Werbebroschüren in den Schulen verteilen und hoffen, dass die jungen Menschen uns dann wählen, sondern Politikunterricht muss wieder eine richtige Note haben in der Schule. Es muss darüber gesprochen werden, informiert werden. Ich glaube, dann können wir solchen Bestrebungen entgegentreten. Denn diese Gewalttat, ich meine, hier sitzen ja mehrheitlich junge Leute, aber einige erinnern sich noch, in den 50er, 60er Jahren sind die Straßenkämpfe mit Ketten ausgetragen worden. Danach kamen Roggers mit Lederjacke und Ähnlichem. Dann wollten wir alle anders sein, haben uns einen Parker gekauft. Als wir alle einen Parker hatten, waren wir nicht mehr anders. Also insofern, diese Entwicklung findet ja immer wieder statt. Und wir haben keinen Krieg mehr, wir haben keine Helden mehr, die wir
begutachten können. Und junge Männer, speziell Männer sind es eben, sind gerne Helden und wollen gerne Erfolg. Und wir müssen ihnen was anderes anbieten, als dass sie in Syrien kämpfen gehen. Jetzt Herr Gottschalk und dann Herr Frühauf. Ja, also vorab, wir unterstützen auch ganz klar den Antrag, den die SPD hier einbringt, aber möchte zum einen erstmal richtigstellen und insoweit schlecht recherchiert, Herr Drossmann kommt das öfter und anscheinend vor, Frau Tatjana Festerling ist weder Gründungsmitglied bei uns in Mitte, noch ist sie Mitglied in Mitte, sie ist nämlich Mitglied in Eimsbüttel, also insoweit, das mag sein, aber das muss einfach mal richtiggestellt werden. Zum anderen fand ich das klasse, Herr Thürnagel, das ist schon fast subversiv, sozusagen das Material trocken zu legen. Nichtsdestotrotz ist mir es nachher etwas zu sehr bei den Dingen, die sich hier am Steindamm und in Hamburg abgespielt haben, ins Lächerliche geraten und zu viel gelacht worden. Denn, und das halte ich allen Altparteien vor, Sie sind dafür verantwortlich, indem sie weggeguckt haben und Toleranz damit verwechselt haben, entschieden gegen Auswüchse und Missstände einzustehen in dieser Gesellschaft, dass solche Dinge wie in Köln, nämlich Hooligans und damit auch sehr rechtsextreme Elemente unserer Gesellschaft, gegen Salafisten antreten. Man kann durchaus sagen, wenn Unrecht Unrecht ist und undemokratische Dinge passieren, dann sind sie sowohl von den Strafverfolgungsbehörden, von der Polizei zu ahnden und vielleicht hilft auch mal eine Reformierung unseres Jugendstrafgesetzes, dass eben nicht erst nach 60, 70 Straftaten jemand vielleicht dann mal unter Umständen in eine betreute Unterkunft kommt, aus der er dann auch wahrscheinlich nachts, wie aus der Feuerwerkstraße öfters geschehen, entkommt, sondern dass tatsächlich auf strafwürdiges Verhalten, egal welcher Art, dann auch eine Bestrafung erfolgt. Ich denke, wir haben zu oft uns weggeduckt. Und das geht an die Adresse der Parteien, die hier schon länger im Raume sitzen. Und sind diesem Problem nicht entgegengetreten nach dem Motto, ja, das könnte ja vielleicht als rechtsextrem, das könnte als rassistisch, das könnte gegen irgendeinen Glauben aufgefasst werden. Sie hätten viel, viel eher. Denn wie schon eben beschrieben von Herrn Thürnagel, diese Probleme sind weder seit einem, noch seit zwei, noch seit drei Jahren. Sie sind viel länger virulent in Mümmelmannsberg und anderen Stadtteilen. Und jetzt treten die Spitzen des Eisberges zutage. Insoweit jetzt wieder zu sagen, das soll wieder in Schulen, das ist nämlich dann viel zu spät, behandelt werden. Nein, das ist eine Frage der frühkindlichen Erziehung und eine Frage, wie gehen wir mit dem Problem gesamtgesellschaftlich um und wie treten wir und gehen wir dann auch entsprechend mit Eltern, die anscheinend da dann überfordert sind, um. Also dieser Diskurs, meine Damen und Herren, der muss viel, viel tiefer gehen, als wie es hier gerade eben geschehen ist. Und ich möchte nicht, dass sich die Ereignisse, die wir vor zwei Wochen in Hamburg hatten, sich wiederholen. Und trete dem ganz klar auch entgegen. Insoweit, da mein Großvater ebenso als Sozialdemokrat im KZ saß, kann ich das alles so hier teilen. Aber nichtsdestotrotz heißt es auch mutig, dann mal irgendwann aufzustehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Dankeschön. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, der Antrag ist ja inhaltlich hier gut besprochen worden. Aber formal halte ich ihn für zu viel heiße Luft. Oben drüber steht Schluss mit Infoständen, gewaltbereiter Salafisten. Hinten steht dann auch noch Schluss mit Kundgebung. Da steht, ja, man soll sie also auch nicht mehr demonstrieren lassen, man soll sie auch keine Kundgebung machen lassen. Wenn ich den Antrag gestellt hätte, hätten Sie gesagt, das ist ein rechter Populismus. Hier ist es eindeutig, es ist nichts weiter, hier ist es ein linker Populismus, leider, muss ich zurückgeben. Und was ist überhaupt für ein Antrag? Es ist ein Prüfantrag. Sie wollen vom Bezirksamtsleiter wissen, was jeder von Ihnen selber wissen kann, wenn er mal einen Jurist aus der Fraktion gefragt hätte.
Jeder weiß, dass Sie hier anregen, Einschränkungen des Versammlungsrechts, der Versammlungsfreiheit, dass Sie Einschränkungen der Meinungsfreiheit anregen und dass das so nicht geht. Sie können keine Infostände zum Zwecke der Bücherverteilung und auch nicht des Korans verbieten oder nicht genehmigen lassen. Voraussetzung dafür, sage ich Ihnen als Jurist, wäre das Verbot einer Vereinigung, die ihn beantragt hat. Das ist aber hier nicht der Fall offensichtlich. Und deshalb kann man weder Infostände von Salafisten verbieten, noch Kundgebung. Ja, Sie wissen selbst, dass von einer Kundgebung, die verboten werden soll, selbst Gewalt ausgehen muss. Ja, offensichtlich wissen Sie das, sonst würden Sie mir zuhören. So, und da das alles hier weit und breit nicht zu erkennen ist, ist es schlichtweg ein Aufruf, das Versammlungsrecht einzuschränken. Da machen wir nicht mit, sage ich Ihnen. Da kann ja jeder kommen. Ja, das ist unser Wert dieses demokratischen Rechtsstaats, dass wir genau diese Rechte haben. Und die werden wir nicht wegen ein paar verwirrten Salafisten von Ihnen einschränken lassen. Und deshalb würde ich persönlich, das haben Sie eine Zwischenfrage, ich habe Sie nicht gehört. Also von Ihnen lassen wir diese Werte nicht einschränken. Und es ist auch in der Tat, wie der Vorredner sagte, kein Mittel, gegen den Salafismus vorzugehen. Da müssen wir in der Tat uns was einfallen lassen, in den Schulen oder sonst wo im Gespräch mit denen das mal zu besprechen, um auch diese Salafisten im Gespräch und im Diskurs auf unsere demokratischen Grundwerte einzuschwören. Und wenn uns das nicht gelingt, dann haben Sie den Kampf sowieso verloren. Ich möchte beginnen mit einer Frage an den Fraktionsvorsitzenden, Herrn Drossmann. Ich musste mich beherrschen, wie Sie, Frau Şansur Özdemir, die Kurdin ist, die genau das macht, nämlich sich gemeinsam mit den Linken und allen zu überlegen, dass die da schon hingegangen sind, dass es genug ist. Das ist die Botschaft dieser Veranstaltung gewesen. Nicht, dass da noch mehr hin sollen. Kurden, die... Ja, aber Sie haben kurdische Kämpfe und auch Befreiungskämpfe in einen Atemzug genannt mit den Salafisten. Nein. So ist es bei mir rübergekommen. Deswegen frage ich Sie ja, ob das auch so gedacht wurde. Ja, ich weiß nicht, ob wenn ich im Zusammenhang, Sie einfach dann die Veranstaltung erwähnt haben, wenn nicht im Zusammenhang mit Aufforderungen zur Gewalt. Also das war ja, sonst konnte ich den Zusammenhang mit einem Anzug mit Salafisten und mit anderen, ich weiß nicht, Sie sind gehen über die Mönckebergstraße, sehen Şansur Özdemir, verstehen irgendwie ein Plakat nicht und machen daraus hier eine wilde Geschichte. Also ich habe das jetzt hier offensichtlich mal klargestellt. Wenn das so wäre, wäre sie nicht bei Anne Will eingeladen worden, hat hervorragend die Interessen der Kurden vertreten. Also, und lasst jetzt mich mal ausreden. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Und wenn ich das so verstanden habe, ist das schlimm genug, dann drücken Sie sich besser deutlicher aus, Herr Falko Drossmann. Alles andere ist tatsächlich, wie ich finde, im Wesentlichen von den Menschen gesagt worden, wie Herr Thürnagel und auch ich der Meinung bin, dass man mit Jugendlichen anders umgehen muss. Und auf jeden Fall, so wie wir das schon mal beschlossen haben, diese Form der konfrontativen Religionsausübung, soweit ich weiß, haben wir auch schon mal Geld dafür bewilligt, um eben gerade Sozialpädagogen in den Jugendzentren und anderen Einrichtungen dafür auszubilden, wie sie eben so damit umgehen können, um auch zu beraten und zu unterstützen. Die wirklich... Bösen, wenn ich das mal so sagen darf, die treten nicht öffentlich auf. Ganz, ganz selten. Und das ist eher das Dramatische, dass es nicht am Tisch ist, wo ein Koran liegt, sondern über andere Internet und Google und andere Möglichkeiten, sich zu vernetzen, wird es gemacht. Und da kommen wir ihm leider, und das ist eben auch wirklich dann natürlich die Freiheit, und das finde ich auch richtig, man darf nicht Freiheiten wegen irgendwelcher Irren eingrenzen. Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit, gegen Propaganda vorzugehen, die gezielt von einer bestimmten Seite aus gemacht wird, wahnsinnig schwer.
Und gleichzeitig ist es notwendig, auch nicht nur, sondern auch die Reaktion auf so eine Propaganda einer radikalen Religionsausübung. Und wie wir ja alle wissen, haben die Christen da besonders jahrtausendelange Erfahrung, wie man sowas macht, radikale Ausrichtung. Und deswegen finde ich, dass es notwendig ist, in jede Richtung zu gucken, auch diejenigen, die jetzt das nutzen, wie die Hooligans in Köln und andere, jetzt hier aufzutreten. Und im kommenden Monat oder ja im November ist ja schon eine Demonstration angekündigt. Und ich bitte, und das kann wirklich schlimm werden, denn das, was die Kurden erlebt haben am Steindamm, wo mit Riesenmesser und Machete auf sie losgegangen wurde von Seiten von rechten türkischen Gruppen, das ist schon lebensgefährlich gewesen. Und ich glaube, manch einer hat das gar nicht so richtig mitgekriegt, was sich da wirklich vor Ort abgespielt hat. Und die Polizei war natürlich auch zu Recht auf so eine wahnsinnige Brutalität aufeinander loszugehen, gar nicht drauf eingestellt. Und das finde ich zum Beispiel, wenn es um Lebensgefahr geht, viel wichtiger, dass wir uns damit befassen, als um Verteilen von Koranbüchern. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich will mal kurz auf Herrn Gottschalk eingehen und auch auf das, was Herr Kramer also hier eingangs gesagt hat. Also zunächst einmal möchte ich Bezug nehmen auf verschiedene Artikel der letzten 14 Tage. Da hat der Verfassungsschutzchef hier, Thorsten Voss, gesagt, also der Salafismus ist hauptsächlich ein Jugendproblem. Und jetzt zu Herrn Gottschalk. Also wir haben uns schon vor einem Dreivierteljahr im Jugendhilfeausschuss mit dem Thema befasst. Also als Altpartei wollte ich Ihnen mal sagen, wir sind hier nicht von gestern. Wir befassen uns schon länger damit. Und hier sind im Raum also auch mehrere Abgeordnete, die im letzten Wahlkampf, ich nenne jetzt Frau Schwalke, werde ich ansprechen, Frau Grün und ich, da waren also mehrere... Genau, Frau Dr. Da waren also mehrere Abgeordnete waren in Wahlkämpfen in Müllmannsberg und da wurde uns, also zu Herr Kramer, Sie waren glaube ich auch da, in einer größeren Veranstaltung, waren sehr viele Teilnehmer da in der Kirchengemeinde und so wie Sie das jetzt hier geschildert haben, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, da sind von mehreren Bewohnern aus Müllmannsberg sind Beispiele geschildert worden, wo die sich bedroht fühlen, ich muss jetzt nicht alles aufzählen, also ich will Ihnen jetzt nur mal ganz kurz sagen, wie der Stand im Jugendhilfeausschuss ist, wir werden uns auch am kommenden Mittwoch damit befassen, weil die Verwaltung wird unter Geschäftsmitteilung dort Bericht erstatten, wie der Stand der Dinge ist. Herr Kramer, schon an diesem Wochenende, ja? Herr Thürnagel, richtig, Herr Thürnagel, ich muss ja auch erstmal an ihn ganz neu. Herr Thürnagel, Entschuldigung, Herr Thürnagel, schon an diesem Wochenende finden in Mümmelmannsberg Workshops statt, wo die Mitarbeiter der Jugendeinrichtung in Hamburgs Osten also auch die Möglichkeit haben, adäquat auf die Probleme der Rekrutierungsversuche von Salafisten in Jugendeinrichtungen einzugehen. Und das ist erst der Anfang. Da folgt noch eine ganze Menge. Und der Senat hat vorgestern eine Senatsdrucksache verabschiedet, wie auf unterschiedlicher Ebene, also auch in Zusammenarbeit mit Bundesland Bremen, hier in Hamburg auf das Problem eingegangen wird. Also auch mit Mitteln, mit allem. Also wir sind hier nicht von gestern. Wir haben das Problem im Auge und wir werden das auch weiterhin behandeln. Dankeschön. Ja, selbstverständlich muss ich auch Herrn Gottschalk widersprechen, dass wir hier die Augen verschließen würden, aber darauf will ich mich jetzt gar nicht konzentrieren. Nein, das Ziel ist richtig, der Weg ist falsch. Natürlich müssen wir uns vor allem diesen Rekrutierungsversuchen und dem
sei es auch nur indirekten Aufruf, mit Gewalt vorzugehen, müssen wir uns dem entgegenstellen. Da gibt es viele verschiedene gute Ansätze. Das alles mag sein, dass das nicht langt. Aber Informationsstände, Infostände zu verbieten, das erfordert dann wiederum, dass wir klar festlegen, weshalb die nicht genehmigt werden. Was passiert da? Also Herr Thürnagel, mein Kollege Thürnagel hat es beschrieben, es wird der Koran verteilt, sie sind sehr freundlich, diese Menschen, sie diskutieren, dass man denen widersprechen muss und mit ihnen diskutieren kann, keine Frage. Aber wenn wir tatsächlich etwas nicht genehmigen wollen oder sogar verbieten wollen, dann müssen wir dafür handfeste Gründe vorweisen. Und dann muss da tatsächlich, wenn dort Flugblätter verteilt werden, die dazu aufrufen, die tatsächlich zur Rekrutierung gedacht sind und die dazu aufrufen, Gewalt auszuüben oder nach Syrien zu gehen, um dort in den Krieg einzutreten, dann haben wir einen handfesten Grund. Solange nur der Koran verteilt wird und freundlich diskutiert wird, haben wir keinen Grund. Und was muten wir unserer Verwaltung denn zu, wenn wir sagen, so, ihr sollt das bitte verbieten? Wie sollen die denn da unterscheiden? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Auf welcher Grundlage sollen die tatsächlich einen Infostand dann nicht genehmigen? Also, ganz klar, wenn dort zur Gewalt aufgerufen wird, wenn es Flugblätter gibt, wenn es solche Hinweise gibt, dass dort rekrutiert wird, dann haben wir einen handfesten Grund. Und dann kann man in diesen konkreten Fällen natürlich auch so eine Genehmigung versagen. Aber ich sehe keinerlei Möglichkeit, ganz generell jetzt zu sagen, salafistische Infostände werden in Zukunft nicht mehr genehmigt, weil damit begeben wir uns tatsächlich in den klaren Konflikt sowohl mit der Meinungs- als auch mit der Religionsfreiheit. Dankeschön.